endlich mal wieder auf dem Mountainbike nach dem ganzen Bikepacking-Action. Und ja, wir sind heute in Bad Sodensalmünster und wollen die Bäderwege auschecken. Die müssen irgendwo da drüben sein. Aber wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Hier ist auch die Route 10 von spessartbiken.de ausgezeichnet. Und dieser eine Trail heißt Canyon Trail, ne? Glaube schon, ja. Den habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen, als ich mit meinem Fully Bikepacking Tour gemacht habe. Werde ich mal oben in der Infobox verlinken. Und ja, wir suchen jetzt erstmal die Einstiege zu den Trails und dann sehen wir uns auf den Trails wieder. So, wieder mal mit dem Canyon. Auf dem Canyon Trail bin ich ja schon mal mit meinen Bikepacking-Taschen gefahren. Der Staub und die Sonne. Oh, das ist auch mit ohne Taschen voll schmal. Hey, links ist die Broline. Sehr schmal rechts, ne? Ich sehe gar nichts, ey. Also irgendwie gibt es hier eine Abzweigung, von rechts kommt auch ein Trail. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir da hinkommen. Na ja, gut, das Stückchen können wir hier nicht fahren. Aber so wie wir rausgefunden haben, fängt es eh da drüben gleich am Schotterweg an. Von daher war das hier jetzt schon die beste Option, wie wir gefahren sind. Du hast ein bisschen Abstand, ist so staubig hinter dir. Ah, jetzt kommt der Part, wo mir fast die Taschen in die Ohren geflogen sind. Ah, aua, aua, jetzt fliegen mir die Dornen um die Ohren. Ab zum nächsten Trail. Number 10 wieder am nächsten Trail und sieht von hier ganz cool aus. Bin mal gespannt. Also auch ein offizieller Trail. Mega! Oh, Wurzel weg!
Was war das denn, bitte schön? Geballert. Von jetzt auf gleich, aber so wumm, auf einmal Wurzeln, Steine. Sehen nur Dorn, aber gut. Ab die Stege. Sind wir wahrscheinlich ganz unten. Ne? Ja, das muss jetzt der richtige Weg sein, der uns auf die andere Seite bringt. Und dann werden wir die Bäderwege auschecken. Ich bin die ja schon mal gefahren, allerdings die leichtere Variante. Und es gibt wohl auch noch eine bessere Variante. Alles gut, haben wir eine Kamera gerissen. So, rüber müssen wir. Super. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Bäder und fahren jetzt den Bäderweg. Da gibt es ja zwei Wege, einmal rechts rum und einmal links rum. Und wir fahren jetzt links rum und der soll wohl etwas anspruchsvoller sein als die rechte Seite. Ziemlich enge Kurve. Komm da jetzt. Treppe noch. Oh ja. Das sieht irgendwie so aus. Kein Laub da, gar nichts. Hm. Ja, hier geht es auch an der Seite ganz schön runter. Ich habe das jetzt mal so im Auge. Was ist das schon? Ich bin leider an mich. Und der geht's an der Seite rum. Mann, wenn man die einmal nachfährt. Was? So, das war auch schon das Ende. Ja, das waren die Trails heute in rund um Bad Soden-Saalmünster. Und ja, ich wünsche euch Spaß. Wir fahren jetzt nach Hause. Schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Bye. Ich habe gelernt, wie man über so einen Baumstamm ganz cool sein Bike dreht. So nett. Das sah irgendwie bei ihm cooler aus. So. Und dann. So. Hey, habt ihr das gesehen? Falls ihr das Video mit dem Mountainbike, also mit meinem Mountainbike auf Bikepacking-Tour noch nicht gesehen habt, werde ich hier einblenden und hier könnt ihr natürlich schon meinen Kanal abonnieren.
Thank you.